Servus, grüß dich, Habedere. Grüß euch Jungs, mal schauen, ob ihr mich wirklich auch versteht, wenn ich meinen Dialekt raushole. So, wir starten mit was Einfachem, Jungs. Was ist der Lochpass und der Stangerlpass? Der Lochpass hört sich danach an, dass es so ein Steckpass ist. Stangerlpass ist nicht Dings, ne? Lochpass und Stangerlpass. Stangerlpass ist doch ein Schnittstellenpass, oder? Oder ein Pass auf Grund hin und zurück. Lochpass? Nee, weiß ich nicht. Ist das ein Tunnel? Stangerlpass. Hört sich für mich wie Steilpass an oder so. Also irgendwie so ein Steckpass und Steilpass. Die richtige Antwort, und ich habe auch erwartet, dass ihr das wisst, der Lochpass ist im Prinzip der Schnittstellenpass, der Pass in die Schnittstelle, und der Stangerlpass ist der Pass auf den ersten Pfosten. Felix, Steckpass und dann erster Pfosten spielen, Stangerlpass, Stangerlpass. Aber den ersten habe ich gewusst, wisst ihr? Bisschen, was ist das, österreichisch? Nee, verstehe ich nicht. Ich verstehe Marco auch nicht im Zimmer. So, Jungs, was ist die Jause? Ist was zu essen, oder? Keine Ahnung. Ich verstehe sowieso nichts, was die sprechen. Keine Ahnung. Die Jause. Eine Jause ist keine Beleidigung, oder? Ist das eine Beleidigung? Du Jause? Nein, gar keine Ahnung. Das ist also die Auflösung. Müsst ihr eigentlich wissen, das ist die Brotzeit oder Zwischenmahlzeit. Das verstehe ich auch nicht, wie ihr das nicht wissen könnt. So, was heißt hau die über die Häuser? Dich hau ich über die Häuser oder hau die über oder hau dich über die Häuser? Es ist klar. Ich hau die einen über den Kopf. Also entweder irgendwas. Das ist ein Sprichwort, glaube ich. Aber irgendwas mit Trinken oder so? Ich hau die über den Hintern. Nee, um die Häuser ziehen, oder? Ja, dann trinkt ihr einen rein. Hau den raus so mäßig, hau den über die Häuser, klär den, weiß ich nicht. Ich hau die über den Kopf. Über den Hintern, über den Arsch. Hau die, sag nochmal. Die Auflösung ist, Jungs, wenn ich das sag, einfach gehen, bitte. Schleich dich auf guter Edge. Schleich. Hey. Hau die über den Häuser. Was hat das mit... Mann, einfach schleich dich. Was hat das mit Schleichen zu tun? Was hast an Brezenreisen? Was? An Brezenreisen? Mhm. Weißt du es? An Brezelreisen. Ich habe echt gar keine Ahnung. Irgendwas durchreißen. Keine Ahnung. An Brezen reisen. Ich weiß ja halt keine Ahnung, was es in Brezen sein soll. Was hast du heute gegessen? Ich glaube nicht. Aber Reisen. Ich dachte, ich verstehe Österreichisch mittlerweile. Aber was hast du am Reisen? Was hast du an der Brezel gerissen? Keine Ahnung. Irgendwas mit Reisen? Ja, kann sein. Ich schätze, dass man hinfliegt oder so. Das heißt, hinfallen, stürzen. An Brezen reisen. Ja. Die Österreicher. Komisches Volk. Wenn Milos Schweizerdeutsch spricht, dann verstehe ich das besser als das. Was sind Schlapfen? Schlapfen? Schlappen, oder was? Ja, das ja, sind, jetzt komm. Ja, das sind Badeschlappen. Schlappen. Das sollte, ja. Aber warum heißt das, warum ist das so klar? Ja, weil ich eh immer Schlapfen sage. Schlappen. Total richtig, Jungs, das sind Badelatschen. Eins habe ich noch für euch. Was heißt, mein Haberer ist kein Kieberer? Mein Haberer ist kein Kieberer. Ja. Kein Ansatz, nix. Weiß nicht, was man damit ausdrücken will. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Mein Körper ist nicht für jeden da. Es ist wirklich, als ob man Arabisch sprechen würde für mich. War auch schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Heißt, mein Freund ist kein Polizist. Oh Mann. Mein Freund ist kein Polizist, aber warum sagt man das? Das ist nur so eine Redewendung. Mein Haberer ist mein Freund und Kieberer ist ein Kieberer. Ja.